Und in der heutigen Folge schauen wir uns mit dem Lastwagen, dem Radlader, dem Schaufelbagger und dem riesigen Kran gleich vier coole Spielsachen vom Playmobil an. Und als erstes packen wir den Kran aus und bauen ihn zusammen. Also das erste Teil des Krans auf den Fuß schieben, das zweite Teil gleich hinterher, oben das Führerhaus aufstecken und noch eine seitliche Stütze. Und dann können wir anfangen, den Kran mit Hilfe der Fernsteuerung zu steuern. Und der fährt uns jetzt gleich zum nächsten Spielzeug, nämlich den coolen Radlader vom Playmobil. So sieht der aus. Auf der Rückseite wird uns noch der Verpackungsinhalt etwas näher gebracht, aber ich würde sagen, wir packen den Radlader selbst aus. Ich habe das Ganze schon etwas vorbereitet. Normalerweise muss man den aufbauen. Aber jetzt weiter zum nächsten Spielzeug, und zwar zum Schaufelbagger. Ebenfalls können wir hier auf der Rückseite den Verpackungsinhalt sehen, aber wie immer zuerst auspacken und dann in echt anschauen. Also raus mit dem Schaufelbagger aus der Verpackung und zur Seite damit, denn wir haben ja noch ein letztes Spielzeug. Also ab mit dem Kranhaken zum riesigen Lastwagen. Und der bietet mit seiner riesigen Ladefläche ordentlich Platz für jede Menge Schüttgut, wie zum Beispiel Kies, Sand oder Erde. Und das testen wir nach dem Auspacken doch direkt mal aus. Also raus mit dem Lastwagen aus der Verpackung und auf zur Baustelle. Viel Spaß! Einige der Funktionen konntet ihr anhand des Films mit Sicherheit schon erahnen. Nichtsdestotrotz werfen wir jetzt noch einen genaueren Blick auf die ganzen Spielzeuge. Hier zum Beispiel haben wir die Gitterbox und zwei 40 Gramm Zementsäcke als Füllgut. Und hier so eine Art Gabel zum Aufheben. Ebenfalls mit dabei ist eine coole Figur, und die findet am besten im Führerhaus des Krans Platz, denn die könnt ihr auf- und zuklappen. Aber jetzt zur Fernbedienung. Wir haben hier sechs Knöpfe, die oberen zwei sind zum Drehen der Kanzel ganz oben, einmal links rum und einmal rechts herum. Darunter haben wir zwei Knöpfe, um den Auslieger nach links und rechts zu verschieben. So können wir den Kranhaken perfekt positionieren. Hier sehen wir es nochmal. Einfach auf den Knopf nach links oder rechts drücken und der Auslieger fährt nach links oder rechts. Und die Funktion der letzten beiden Knöpfe könnt ihr euch bestimmt schon denken. Ja genau, ihr könnt damit den Kranhaken nach oben oder unten verfahren lassen. Also los geht's zur Aufnahme der Gitterbox. Den Kran drehen, den Haken ablassen, den Haken mit der Hand einhängen und dann wieder mit dem Kran nach oben ziehen. Den Kran wieder drehen, über unserem Lastwagen platzieren und den Haken wieder ablassen. Aber jetzt weiter zu den anderen Spielzeugen, denn die bieten auch jede Menge Funktionen. Als erstes hätten wir unseren Radlader. Und bei dem könnt ihr selbstverständlich die riesige Schaufel und den Arm des Radladers bewegen.
Außerdem ist der Radlader knickbar, um ihn somit lenkbar zu machen. Ebenfalls verfügt er über ein voll ausgestattetes Cockpit mit einem Lenkrad, das ihr drehen könnt. Ebenfalls könnt ihr natürlich die Figur übers Dach herausnehmen oder wieder hineinsetzen. Dazu die Beine einfach an- oder abwinkeln und dann wieder zurück ins Führerhaus. Gleich dahinter haben wir die Motorhaube, die wir ebenfalls aufmachen können. Wieder zuklappen und weiter zum nächsten Spielzeug, nämlich den riesigen Radlader. Bei dem könnt ihr natürlich ebenfalls den riesigen Baggerarm mit der riesigen Schaufel bewegen. Dazu habt ihr hier oben einen kleinen Hebel für eure Hand und wenn ihr den bewegt, dann bewegt sich die Baggerschaufel und der vordere Teil des Arms automatisch mit. Das erleichtert das Baggern enorm. Ebenfalls könnt ihr den Bagger natürlich einmal um die eigene Achse drehen. Das geht aber teilweise etwas streng. Das Räumschild könnt ihr genauso nach unten wie nach oben klappen. Und im Führerhaus gibt es natürlich wieder Platz für unsere Playmobil-Bauarbeiterfigur. Also Beine wieder anwinkeln und rein damit. Natürlich gibt es auch jede Menge Hebel und vieles mehr. Ganz hinten haben wir auch hier eine Motorhaube, die gleichzeitig als Lagerraum dient. Für den Rechen oder diese Schaufel zum Beispiel. Auch hier haben wir wieder unseren Ölstopfen zum Herausziehen und Aufstecken. Aber jetzt Klappe zu und weiter zur nächsten Funktion. Links und rechts habt ihr Stützen zum Aus- und Wiedereinfahren, die den Bagger davor schützen sollen, umzufallen. Jetzt noch ein kurzer Rundumblick um den Bagger herum. Der Schaufelbagger ist hauptsächlich orange gestaltet und verfügt über ein weißes Führerhaus. Aber nun weiter zu unserem nächsten Spielzeug. Nämlich, wenn ihr euch noch erinnern könnt, war dies genau der riesige Lastwagen. Und auch der bietet jede Menge Funktionen, die wir uns jetzt genauer anschauen. Zum einen stechen natürlich die drei Achsen bzw. sechs Räder ins Auge. Zum anderen könnt ihr natürlich die riesige Mulde bewegen, um das Schüttgut abzukippen. Da habt ihr an der Seite zwei riesige Zylinder. Und auch hier können wir das Fahrzeug knicken, um perfekt um die Kurven zu kommen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch das Führerhaus abnehmen, um an die Figur heranzukommen. Mit dabei ist auch hier ein Lenkrad zum Bewegen und jede Menge Hebel links und rechts, sowie ein Steckplatz für das Funkgerät. Aber jetzt schicken wir die Baustellenfahrzeuge mal ab auf die Baustelle. Viel Spaß!
Das wär's dann von den Playmobil-Baustellenfahrzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr diesem gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.